begrüße Sie bei einem neuen FPÖ-TV-Magazin. In unserer aktuellen Sendung geht es um folgende Themen. Seit 10 Jahren ist HC Stracher Landesparteiobmann der FPÖ Wien. Ein Grund zum Feiern. Der 1. Mai der FPÖ in Linz und der EU-Wahlkampf in Tirol mit HC Stracher und Harald Wilimski. Der 1. Mai der SPÖ in Wien. Rekordarbeitslosigkeit und ein Boom der illegal Beschäftigten prägen das Bild der roten Arbeitsmarktpolitik. Am 6. Mai fand in den Sophienseelen in Wien-Landstraße ein feierlicher Festakt anlässlich des 10-jährigen Jubiläums HC Straches als Wiener Landesparteiobmann statt. Sehen Sie hier ein paar Eindrücke der Veranstaltung, die gekennzeichnet war von großer Dankbarkeit für Straches Einsatz in oft schwierigen Zeiten. HC Strache ist seit 10 Jahren Landesparteiobmann der FPÖ Wien. Aus diesem Anlass fand in den Sophienseelen in Wien-Landstraße ein Festakt mit zahlreichen Wegbegleitern statt. Viele Freunde und Ehrengäste nahmen an dem festlichen Empfang teil und gratulierten. Diese 10 Jahre sind eine Zäsur in der österreichischen Innenpolitik. Wir alle, die wir hier sitzen, oder die meisten von uns können sich an diese letzten 10 Jahre erinnern, an diese Wahl zum Landesparteiobmann, an das Jahr 2005 mit der Parteispaltung und natürlich auf diesen grandiosen Wiederaufstieg. Und diesen Wiederaufstieg haben wir natürlich einer Person zu verdanken, und diese Person ist heute hier im Mittelpunkt, und ich darf dich ganz herzlich jetzt auch noch offiziell begrüßen. Herzlich willkommen, Heinz Christian. Du wirst noch viel, davon bin ich überzeugt, für unsere Partei und für Österreich leisten. In dem Sinne wollen wir dir alle herzlichst danken und als Wegbegleiter dir weiterhin alles, alles Gute für den erfolgreichen Weg für die FPÖ und für unsere Heimat wünschen. Willkommen. Wenn man 10 Jahre Heinz Christian als Obmann feiert, greift man ja in Wirklichkeit zu kurz. In Wahrheit ist ja Heinz Christian vor etwa 25 Jahren in die Wiener Politik und auch in die Wiener FPÖ wie ein Erdbeben eingefahren und hat eigentlich seit damals kontinuierlich Wellen erzeugt. Und das ist das Entscheidende, wie er eben hier von Anfang an seine Persönlichkeit ins Spiel gebracht hat. Also 10 Jahre ist ja gar nichts, auch unser HC ist ein junger Fuchs, ja, der allen Angriffen ausweicht und sie ins Positive umsetzt, der voller Energie ist, der noch viel wachsen wird, und diese Energie auch für die Zukunft des Wachsen, das wünschen wir dir, und damit du nicht so allein bist, wächst man mit dir. Ja. Ich kann darauf nicht verzichten, wenn ich über dich spreche. Und das ist deine Fähigkeit, nennen wir es einmal so, Vertrauen zu schöpfen. Ja, dich einzulassen auf die Gedanken und die Überlegungen auch von anderen. Teamfähigkeit würde ich so etwas nennen, oder Freundschaftsfähigkeit, oder einfach ein großes und ein gutes Herz. Da ist er, der Motivationsweltmeister, der Landesparteiobmann der Wiener Freiheitlichen und der Bürgermeister der Herzen. Heinz Christian, bitte auf die Bühne. Es ist natürlich eine besondere Ehre und Freude auch heute für mich, hier gemeinsam mit euch diese 10 Jahre Landesobmannschaft zu begehen und, wenn man so will, so ein bisschen, ja, Revue passieren zu lassen. Ich sage ja, die letzten 10 Jahre waren schön, die letzten 25 Jahre waren schön. Ich kann euch nur sagen, ich habe Lust auf weitere 10 Jahre. Ja. Danke. Das Jubiläumsvideo für HC Strache mit Erinnerungen von Parteifreunden der allerersten Stunde sehen Sie auf dem FPÖ-TV-YouTube-Kanal unter dem Titel 10 Jahre HC Strache an der Spitze der FPÖ Wien. Mehr als 5000 Menschen kamen zur 1. Mai-Veranstaltung der FPÖ auf den Linzer Uferaner Markt, dem offiziellen EU-Wahlkampfauftakt der Freiheitlichen.
Tags darauf fiel der Startschuss für den Wahlkampf in Tirol. In Innsbruck machten Obmann HC Stracher und FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Wilimski bei der Patriotentour klar, dass es bei der Wahl am 25. Mai nicht nur um die Eigenständigkeit statt EU-Zentralismus geht, sondern auch um einen Denkzettel für Rot und Schwarz. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, startete die FPÖ in Linz offiziell in den EU-Wahlkampf. Nach dem fulminanten Auftakt ging es mit der Patriotentour weiter nach Innsbruck. Vor rund 1000 begeisterten Zuhörern sprachen FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwärtsger, Pius Leitner von den Südtiroler Freiheitlichen, Harald Wilimski und HC Strache die Themen an, die die anderen Parteien verschweigen, wie die zahlreichen Fehlentwicklungen in Österreich und der EU. Ich denke da an den Bereich der katastrophalen Sicherheitspolitik in Österreich. Ich denke an den Bereich einer völlig verfehlten Bankenpolitik in Österreich, einer völlig fehlgeleiteten Sozialpolitik in Österreich, wo wir Österreicher sind, immer mehr unter die Räder einer solchen Sozialpolitik kommen und unser Geld immer weiter und immer breiter quer durch Europa verteilt wurde. FPÖ-Bundesobmann HC Strache rechnete mit der rot-schwarzen Belastungspolitik ab. Eine Steuerbelastung jagt die andere und die gleichen Herrschaften gehen dann her und präsentieren ein Budget, wo wieder zusätzliche Staatsverschuldung, nämlich die höchste in der Zweiten Republik, das Ergebnis ist. Weitere Staatsverschuldung bis zum Jahr 2018, höchste Staatsverschuldung der Zweiten Republik, höchstes Defizit, das wir jemals hatten, höchste Abgabenbelastung in der Zweiten Republik mit 45,3% Abgabenquote. Wie Harald Wilimski appellierte HC Strache an die Zuhörer, am 25. Mai zur Wahl zu gehen. Um etwas zu verändern, darf man nicht nur jammern, nicht nur kritisieren, nicht nur schicken, sondern da muss ja jeder von uns einen Beitrag leisten. Jeder. Und genau das ist die Chance, auch am 25. Mai. Weil natürlich ist dieser 25. Mai als Europawahltag auch ein Tag, wo man die Möglichkeit hat, neben diesem EU-Zentralismus, den wir in der Form nicht haben wollen, auch einen Denkzettel dieser rot-schwarzen Belastungsregierung einmal zu offenbaren. Eine Stimme für die Freiheitlichen ist eine Stimme für Österreich. Gegen den Zentralstaat EU und für die Selbstbestimmung der Regionen. Was ist denn daran so schlimm, wenn man sagt, Tirol den Tirolern? Ihr wisst ja selber am besten, was für euch gut ist und braucht ja gar nicht die Fremdbestimmung aus Wien und schon gar nicht aus Brüssel. Da ist einmal anzusetzen. Ein weiterer Höhepunkt des Tiroltags der Patriotentour war der Besuch des traditionellen Gaudafests im Zillertal. Brauchtum und Heimatverbundenheit werden dort besonders hoch gehalten. Einen Beitrag darüber sehen Sie in unserem YouTube-Kanal. Der Tag der Arbeit am 1. Mai 2014 wurde mit der Veröffentlichung der jüngsten Arbeitslosenzahlen einmal mehr zu einem Tag der Arbeitslosigkeit. Mit einem neuerlichen Anstieg der Gesamtarbeitslosigkeit um 10,5% setzt sich der Negativtrend am österreichischen Arbeitsmarkt fort. Vor allem die Arbeitslosigkeit bei Ausländern, älteren Menschen und Behinderten ist äußerst besorgniserregend. Einen letzten Abgesang auf die einst stolze Arbeiterbewegung im Roten Wien versuchte die SPÖ dennoch am 1. Mai 2014 auf dem Wiener Rathausplatz. Bundeskanzler Werner Faymann und Bürgermeister Michael Häupl sind immerhin zwei führende Sozialdemokraten, die für den fortgesetzten Arbeitnehmerverrat an den österreichischen Beschäftigten verantwortlich sind. Wo einst Hunderttausende Sozialisten stundenlang vor der Parteispitze vorbeimarschierten, fanden sich jetzt nur mehr geschätzte 20.000 Genossen am 1. Mai auf dem Wiener Rathausplatz ein. Und darunter waren auch viele, die wegen beruflicher Verpflichtungen, etwa bei der Wiener Feuerwehr oder als Gemeindebedienstete, mehr aus Zwang als aus freiem Antrieb an dieser Veranstaltung teilnahmen. Hätte man die SPÖ-Reihen nicht mit starken Abordnungen der türkischen oder kurdischen Linken gefüllt, dann wäre die Parade wohl noch bescheidener ausgefallen. Thank you.
Die SPÖ scheitert an der Mobilisierung der Arbeiterschaft und sie bekommt auch die Ausländer am sogenannten Arbeiterstrich nicht in den Griff. Wir haben uns die Situation in Wien genauer angesehen. In der Triesterstraße in Favoriten, der Brünnerstraße in Floridsdorf oder der Herbststraße in Otterkring warten täglich hunderte Ausländer auf die Aufnahme einer illegalen Beschäftigung. Ein Problem, das seit mittlerweile Jahrzehnten bekannt ist und dennoch geht dagegen nichts weiter. FPÖ-TV begab sich auf einen Lokalaugenschein und erfuhr, dass viele dieser Ausländer auch noch über Scheinfirmen sozialversichert sind. Sie stehen selbst bei Schlechtwetter. Illegale, die auf eine Arbeit warten. Der Politik gelingt es nicht, die als Arbeiterstrich bekannten Straßen in den Griff zu bekommen. Warum ist das so? Wir haben in der Bezirksvorstehung schon ein paar Mal Anträge eingebracht. Aber konkret kann man eigentlich nicht sehr viel unternehmen, weil wir stehen auf einer Bundesstraße. Und auf Bundesstraßen ist natürlich das Bezirksparlament nicht zuständig. Der Zuständigkeitsbereich liegt eigentlich in der Finanz und in der Polizei. Und die tun aber in diesem Fall überhaupt nichts. Eine Kritik an der Finanz, die auch durch parlamentarische Anfragen der FPÖ bestätigt wird. Ich habe seit Jahren immer wieder parlamentarische Anfragen gestellt, wie weit dort kontrolliert wird. Es gibt de facto keine Kontrollen. Es ist wahrscheinlich auch der Finanzpolizei mit den personellen Möglichkeiten, die sie derzeit haben, auch überhaupt keine Chance. Der Finanz sind de facto auch die Hände gebunden, denn die Verfolgung von oft bis zu 200 Ausländern, die nach und nach von Transportfahrzeugen auf die verschiedenen Baustellen gebracht werden, überfordert die Finanzverwaltung. Es fehlen Dienstposten und Einsatzpläne, die zum tatsächlichen Aufgriff und Erfolg führen. Hinzu kommt, dass die Illegalen einen Versicherungsschutz genießen, wenn im Zuge ihrer Beschäftigung ein Krankheitsfall oder Unfall eintritt. Gleichzeitig ist auch die gesamte Familie versichert. Möglich wird das, weil die Illegalen bei Scheinfirmen offiziell angemeldet werden. Diese Arbeitnehmer arbeiten aber nicht für diese Firmen. Diese Firmen gibt es de facto nicht. Die existieren eben so lange, bis dann die Krankenkassen einmal die Beiträge einfordern. Dann gehen diese Firmen wieder in Konkurs. Die Gebietskrankenkassen bleiben auf geschuldeten Sozialversicherungsbeiträgen sitzen, die sie sich dann wieder vom Insolvenzentgelt 2 holen. Bezahlen tut dies alles wieder der österreichische Steuer- und Beitragszahler. Es gäbe allerdings eine Möglichkeit, den Scheinfirmen Herr zu werden. So hat beispielsweise die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse vor Jahren bereits so ein Tool entwickelt, dieses RAD, mit dem man Scheinfirmen schon von Anfang an herausfiltern kann. Das wäre ein ganz wichtiger Ansatz, dass das auch von den anderen Krankenkassen übernommen wird, vor allem von der Wiener Gebietskrankenkasse, weil ja in Wien das eines der Hauptprobleme liegt. Einen entsprechenden Antrag, dass also das übernommen wird, habe ich im Parlament eingebracht. Forderungen gäbe es genug. Die verantwortlichen Politiker wie Sozialminister Hundsdorfer müssten sie nur umsetzen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind dann kommende Woche ab Donnerstag 11 Uhr wieder mit einem neuen FPÖ-TV-Magazin für Sie online. Auf Wiedersehen.